Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Deus Ex Human Revolution. In der letzten Folge haben wir quasi, oder die letzten Folgen haben wir so ein paar Sachen herausgefunden. Und unter anderem wollen wir Seraph auch zur Rede stellen. Und wir haben auch mit Alyssa Kazan geredet, die angeblich, oder was heißt angeblich, die ja eine AI ist, also eine Artificial Intelligence. Also sozusagen kein echtes Lebewesen. Je nachdem, wie man Lebewesen definiert. Wenn man sagen würde, Lebewesen sind selbstdenkende Dinge, dann ist das natürlich schon mehr oder weniger ein Lebewesen in dieser Welt. Ups, Moment. Und wir sind jetzt dabei, erstmal die Nebenmission abzuschließen. In der einen wollen wir jemand helfen und in dieser wollen wir mal mit dem Privatdetektiv reden, der bei unsere Informationen hatte. Okay. Und wir sehen schon, irgendwas ist hier auf jeden Fall passiert. Die Sachen liegen umgestoßen am Boden, mehr oder weniger. Blut. Und noch mehr Blut. Jetzt wollen wir uns hier erstmal ranschleichen. Die Frage ist natürlich, ist das hier unser Freund? Wahrscheinlich eher nicht. Ah, wir helfen ihm also. Okay. Na gut, dann reden wir mal mit diesem Brent Redford. Jensen! Oh, Christ! Brent Redford? In the flesh. For now. How do you know my name? What happened here? Answers for favors. There's a trauma kit I keep somewhere around here. Find it. You need a doctor. I'll get help. No. No time. They could be back. Any minute. Find the kit quickly. If you want answers. Über Details? Details? I ain't talking without something to kill the pain. Asshole. Jesus, Alter. Jetzt auf einmal ist er ganz schön aggressiv, aber okay. I'll be back. I'll be back. Na gut, dann geben wir ihm sein Scheiß-Kit, damit er nicht mehr so aggressiv ist. Wahrscheinlich hat er auch Schmerzen und deswegen. Wow. Das war ja richtig schwierig hier. Haben wir aber gerade so noch geschafft. Nochmal die Tür zu. Did you find the kit? Oh, sweet Jesus. The pain. Morphine. Ja, dann Morphium verabreichen. This should help with the pain. Now tell me what's going on. Those sons of bitches. I should have seen it coming. I knew from the moment Seraph got spooked that this case would come back and bite me in the ass. Seraph. So you're the investigator he hired to run a background check on me. Detective. Or I was, until... Christ, fuck it. It hurts enough just trying to breathe. Point is, the goons that did this to me, professionals, I think your boss pissed off the wrong people trying to dig up your dirt. What people? What did you find? No time to go into details. My storage unit, the sons of bitches, they're headed there now. Seraph had me uncover a ton of shit on you. Stuff even you don't know. Your parents, your real parents. The tests, the fire. What are you, Jensen? Some kind of freak? Focus, Redford. I put it all. I mothballed the case in storage. It's in an alley. Behind the bank. Your files are there. But Michelle knows more. You need to stop. You need to stop them. Okay, ich finde es auch seltsam, jetzt kurz mal anzumerken, wo er überall Blut hat. Das macht gar keinen Sinn. Aber man weiß ja nie, vielleicht wurde er ja angeschossen. Fuck. You robot. This is all your fault. Give me another shot. Morphine. Or go fuck yourself. Ja, würde ich sagen, nö. Dann fuck ich lieber mich selbst, du Arschloch. But I'll call in an ambulance. You'll be okay. No. Those fucking animals. I can't move anything. I was turning around, pulling my gun when the first bullet hit me. The second one. They
They fucking paralyzed me. I'm sure it's not as bad as you think. It might be a reaction to the morphine. I know what morphine does. I also know what a 9mm round fired at less than 10 meters does to the thoracic vertebrae on impact. You need a doctor. They can fix that. I ain't turning into no freak. Even if I could afford the surgery, the augments, I'd rather die than be half a machine. And I sure as hell ain't gonna live the rest of my life in a wheelchair, shitting in a goddamn diaper. Radford. Listen, I know there's still a few more morphine shots. Another two should do the trick. Please, this is as close as I'm gonna get to begging you. Don't leave me like this. You owe me that much. Entweder sagen wir jetzt ja, wir machen es oder wir machen es nicht. Wir könnten natürlich auch ein bisschen nachfragen. Und man sieht da oben links den Persönlichkeitstyp und der kommt ja nur. Das ist auch ein wenig schade, dass der nur halt kommt, wenn es wirklich, wenn man das einsetzen kann. Und deswegen heißt es, dass wir nochmal mit ihm, von ihm was rausbekommen. Und deswegen fragen wir mal lieber mal nach. Oder gucken mal. Why do you hate augmentation so much? Because it ain't right. You can't go changing the way things are. You can't replace the real thing with an imitation. It ain't right. It ain't natural. It can save your life. No, you lose more than what gets left behind on the chopping block. You should know this by now. Kritisieren. Selbstmord ist nicht natürlich und mitfühlen. I see. Ja, Selbstmord ist natürlich auch nicht natürlich. Da können wir doch ein bisschen kritisieren. Und Evolution ist halt Evolution. Und was hier abgeht, ist ja auch mehr oder weniger die Evolution. Zwar durch uns eingeleitet, aber wir fänden ja nur, was uns gegeben wurde. Was wir durch die Evolution erreicht haben. Kritisieren wir ihn mal. Neither is suicide. Don't you fucking judge me, Robot. You don't know what I've been through. Come on. This should be easy for you. I know Seraph didn't put blades in those arms just so you could trim the hedges. Ablehnen, ich mach das nicht. Wollen Sie das wirklich? Warum hast du die Augmentierung wieder dieselben Sachen? Und am Anfang hat es ja irgendwie geheißen, wir sollen ihm Morphine-Shots geben und jetzt meint er schon, wir sollen ihn mit unseren Blades töten. Und ich werde ihn sicher nicht mit meinen Blades töten. Morphine höchstens wäre noch eine Möglichkeit. Aber wir machen jetzt mal die Pheromone. Und schauen mal, bei ihm hat alles so ein bisschen geleuchtet, aber anfangs habe ich dreimal Alpha gesehen. Und Alphas kann man vielleicht besänftigen? Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ihn besänftigen können. Es kommt, hört sich so strange an, sage ich mal. Wie gesagt, vorhin hat Alpha dreimal, also hat drei Striche gehabt. Und Beta und Omega jeweils, glaube ich, nur einen. Ja, dann besänftigen wir ihn mal. I don't think you really want to die, Radford. I think you're just scared. I was scared too. I didn't ask for any of this, just like you didn't ask for a bullet in the gut. But you can't blame me, or Seraph, or technology for what's happening here. I wouldn't be in this mess if it wasn't for you and your damn past. I never should have taken the job, but I needed the work, the money. Even if I wanted to, I can't afford the fucking augmentation surgery. And I can't live like a cripple for the rest of my life. Living through adversity is what makes us human. It's not flesh and blood or even bone that defines us. I might be more machine than flesh, but I'm still alive. I'm still human. You got heart for a robot? I'll give you that. Tell you what, I'll play along with this little after-school special you got going on here. I'll get through this, but not because of this lovey-dovey bullshit charade. I'll live for the truth, for revenge. Whoever hired those suits, I'm going after those sons of bitches. I don't care how deep this rabbit hole goes. Glad to hear it. Yeah.
And Jensen, I don't know how bad you think your wounds were, but your boss, your friend Sarif, they butchered you. Went too far with the operation. You were an experiment, a test. But he's the one that made you a weapon. Almost makes me feel bad for you. Almost. Okay. Und jetzt ist es schon vorbei? Son of a bitch. Naja, wenigstens haben wir ihn jetzt davon abgehalten, sich umbringen zu wollen. Christ, that hurts. Das ist schon mal ganz gut. Oh, der lebt aber noch. Ich hoffe mal nicht, dass er wieder zu Bewusstsein kommt und unseren Mate hier was macht. Und die Sache mit Sarif. Wir wissen ja schon mehr oder weniger, dass wir ein Experiment sind. Und wir haben auch schon Daten gelesen, dass es Megan mehr oder weniger leid tut. Und jetzt wissen wir auch, dass es irgendwie von vorher schon, wir wussten ja schon, dass mit unseren Eltern die Situation seltsam ist, also mit Adam. Okay. Und das alles verstrickt sich jetzt noch ein bisschen. Und wir sind ja angeblich auch von Lügnern umgeben, wie uns die AI mitgeteilt hat. Was das hier wieder so ein bisschen begünstigt. Sarif hat uns an uns was getestet, hat uns versucht. Ja, wir wissen ja schon, dass wir den Prototyp mehr oder weniger getestet haben und deswegen brauchen wir auch diese Arznei nicht. Das ist alles, wie soll ich sagen? Seltsam ist das alles, auf jeden Fall. Bin ich hier gerade nochmal ganz kurz am gucken, weil die Tür wieder zu war. Aber, hier gibt's ja noch, gab's eine Waffe? Die kann man natürlich mitnehmen unten. Gutes Bier. Wenn man Platz hätte, haben wir aber nicht. Aber noch ein bisschen Munition. Wir haben jetzt auch die Pistole im Repertoire. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, Munition zu bekommen. Okay. Ja. Wäre cool, wenn der jetzt auch uns ein bisschen beistehen würde. I located Radford. He was attacked by men in suits. Private security, secret service types. I'm going after them. What about Radford? Did you get anything out of him? He's in pretty bad shape. You need to call it in. Get an ambulance to his apartment stat. Got it. And Jensen, don't get yourself killed, okay? Oh, Francis. I didn't know you cared. Don't flatter yourself. I care about the security of this company. You getting yourself killed compromises that. So don't be stupid. Okay. Das heißt... Oh, ich sehe da schon ganz viele Sachen auf der Karte. Denn ich glaube, der Scheiß geht jetzt richtig los. Und wir haben, hätten wir jetzt einen Taifun, wäre es ganz cool. Aber warte mal. Moment. Okay. Da drin sind die Daten. Ach, es sind doch nur drei Leute. Ah, ne, es sind doch, sind mehr. Okay, dann. Stop him! I saw that. Okay. War da noch einer? Okay. Okay, alles klar, Leute. Ich habe doch direkt auf ihn drauf geschossen. Es waren irgendwie dann doch mehr Leute, als ich das gedacht hätte. Ich hoffe mal, der letzte Spielstand ist nicht zu weit her. Aber ich glaube nicht. Ich wollte mir den Doppelschlag ausprobieren. Mehr oder weniger. Hab's auch geschafft. Aber dann doch nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das erhofft hätte. Also, das ist auch wieder ganz seltsam. Ich war eindeutig auf ihn drauf. Und ich habe den Typ doch betäubt. Wie könnt ihr denn bitte gegen Betäubungen resistent sein? Aber, okay. So ist das nun mal. Oh, dann gucken wir mal. Mhm. Die wollen also nicht herkommen, haben sie gemeint. Ja, warte mal. Wer schießt denn da gerade auf die? Da hinten sind da Leute. Haben die sich gegenseitig abgeknallt? Ach nee, das ist die Police. Die Polizei hat uns mehr oder weniger geholfen. Ja, gut. Damit kann ich leben. Und, naja,
wenn sie herkommen im One-on-One-Combat, sind wir natürlich besser. Wesentlich besser. Okay, da haben wir zwar verfehlt, aber egal. Wir sind da, wo wir sein wollten. Und kriegen. Oh Scheiße, Mann. Das wollte ich nicht. Jetzt schauen wir mal, wenn die Polizei feindlich auf uns gestellt ist, werden wir neu laden. Ah, darauf habe ich keinen Bock. Ah, fuck, sie ist auch feindlich. Naja, aber. Ja. Ich lade neu, sorry. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Das ist richtig kacke. Und die zwei Nades will ich eigentlich auch nicht hergeben, da bin ich ehrlich. Das ist nicht so gelaufen, wie ich das geplant hätte. Ich wollte eigentlich nur meine Waffe wegstecken, aber G und H, das sind die zwei Tastenkürzel, liegen halt echt nah beieinander. So. H ist nämlich für weg. Ja, wie? Wie, die sind auch feindselig. Das sind aber... Ja, egal. Dann looten wir danach. Viel wichtiger ist... okay. Warum die feindlich selig auf uns sind, weiß ich nicht. Richtig dumm, egal. Wir werden hier uns jetzt mal reinhacken. Weil ich glaube, die kommen nicht hier hinter. Und werden mal gucken, was wir so über uns erfahren können. Denn das ist natürlich auch eine wichtige und interessante Sache, finde ich. Der Hintergrund über Adam. Haben wir uns ja vorhin ein bisschen schon mehr oder weniger drüber unterhalten. Da bin ich mal gespannt, was wir hier alles finden. Revolver-Munition haben wir keinen Platz mehr, aber wir haben Fotos bekommen. Die würde ich gerne angucken. Ach, und wir haben noch eine PDA aufgehoben gerade, oder war das noch nicht? Nee, war noch nicht. Das war, wir haben neu geladen, darum haben wir es nicht. Dann gucken wir mal. Okay, Revolver-Munition haben wir genug, das heißt, da ist es nicht so wild, wenn wir die da liegen lassen würden. Die konnten wir ja nicht kombinieren, oder? Nee. Missionen, Fotos. Wird automatisch benutzt. Eine Bildersammlung aus ihrer Kindheit. Ah, okay, schade. Und Feuer zerstört White Helix Labs. Vielleicht sind wir ja ein Laborkind. Mal gucken. Twisted Setter, Michigan PNN. Um 4.36 Uhr am 18. Juli wurde die örtliche Feuerwehr zu den White Helix Labs gerufen. Bei ihrer Ankunft stand das Hauptgebäude bereits vollständig in Flammen. Während White Helix Geschäftsführer Michael Barris zu keiner Stellungnahme bereit war, wurde durch das Feuer laut einer Ansage auf der gebührenfreien Hotline des Unternehmens niemand verletzt. Diese Ansage wurde später entfernt, als die ersten Leichen aus der Ruine geborgen wurden. Die Bergungsarbeiten sind noch im vollen Gange, erklärte Brandmeister Minnie Hawkins, der die Umstände des Feuers vor laufender Kameras als sehr verdächtig bezeichnete. White Helix Labs ist eine Tochtergesellschaft von Versalife. Ist ein auf kindliche Gendefekte spezialisiertes Bioforschungsunternehmen. Also arbeiten sie mit Kindern mehr oder weniger. Ganz kurz nochmal gucken. Hallo? Ja. Die sind noch da hinten. Denen geht's doch gut. Und wir schauen uns jetzt den Computer an. Okay, kein Code, aber... Moment. Kein Code will ich ja schon sagen, aber... Wir wissen ja, dass da einer ist. Und da vorne sind auch noch welche. Vielleicht? Nee? Okay. Ach ja, der letzte liegt noch hier drin. Dass der den Code nicht hat, ist ein bisschen komisch, aber okay. Dann lesen wir mal das PDA. Mr. Grace Route... Oder Grace Road? Stevens. Anbei erhalten Sie eine Kopie von Mr. Grays Reiseroute. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die Informationen bezüglich seiner Interessen mit größter Diskretion behandeln. Wir können es uns nicht leisten, das Ziel oder Seraph zu warnen. Ich gehe davon aus, dass Sie die Angelegenheit mit gebührender Sorgfalt regeln, bevor Mr. Gray in Detroit eintrifft. Aha. Was sehen wir hier? Hartfield Road. Da ist der Flug. Singapur, Prag, London. PS, falls Sie etwas brauchen, wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen. Na gut.
steht also doch kein Code drin. Schade. Aber wir wissen jetzt, dass... Wir wissen jetzt den Namen einer Person. Das ist schon mal... ja, mehr oder weniger viel wert. Könnte uns später helfen. Ich weiß aber nicht, ob das das Spiel anerkennt, dass wir das gefunden haben. Oder ob es nur eine Nebeninfo war. Okay. Jensens psychologische Beurteilung. Gute Arbeit, Brent. Weiter so. Davor wurde geschrieben... Mr. Seraph, ich habe Adam Jensens psychologische Beurteilung nach dem SWAT-Zwischenfall mit diesen augmentierten Jugendlichen gefunden. Ich konnte zwar einen Blick in den Ordner werfen, ihn aber nicht kopieren. Noch nicht. Moment. Haben wir, glaube ich, schon gelesen. Aber ich überfliege es trotzdem nochmal, weil es einfach wichtig ist. Aber so viel vorab. Die Beurteilung fällt nicht gerade gut aus. Probleme mit Autoritätspersonen, Missachtung der Befehlskette, aggressives Verhalten, möglicherweise ein PTBS. Trotzdem, als sie mich angeheuert... Entschuldigung, bitte. Als sie mich angeheuert haben, sagten sie, ich soll zwischen den Zeilen lesen. Genau das tue ich jetzt. Die Beurteilung ist ein Witz. Wenn sie mich fragen, wollte irgendein angefressener Vorgesetzter Jensen abschießen und hat die Beurteilung entsprechend formuliert. Den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht mehr durchlesen. Da steht nur noch, dass seine Kollegen Respekt vor ihm hatten und Co. Brand aktuell, Renford. Moment, erstmal das, was... Hier gibt's was davor, nee. Brand aktuell, Renford. Das hier habe ich vom PC der Freundin oder Ex-Freundin ihres Mannes. Ich wollte eigentlich noch mehr runterladen, aber irgendein Nuclear Snake hat mich bemerkt und ich musste mich ausloggen. Als ich wieder rein wollte, hatte meinen Port dort dicht gemacht. Egal wer der Kerl war, er ist gut. So schnell hacke ich mich da nicht mehr ein. PS, damit sind wir quitt. Aber sofort will ich für jeden Job im Voraus bezahlt werden. Also die E-Mail ging an Renford. Von Zero Cool, okay. Das heißt, es ist anscheinend irgend so ein Hacker, der für ihn gehackt hat. Hey Megan. Moment, Megan ist unsere Freundin. Von wem kommt das? Von Rebecca. Na gut. Hey Megan, ich weiß, Sie hatten einige Fragen zu den Dateien, die ich geschickt habe. Sorry wegen der vielen Diagramme, aber die Probe war sensationell. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ich bin jetzt noch richtig aufgeregt. Sie können mir vermutlich nicht sagen, woher Sie die haben, oder? Meine ursprüngliche Analyse lässt sich wie folgt zusammenfassen. Ja, die DNA-Proben sind bemerkenswert und wir hatten unglaubliches Glück, den Grund dafür zu finden. Wir haben mit der neuen Chaos-Modell Genom-Matrix von Versa Life gearbeitet, die mithilfe der Fraktalmathematik genetische Mutationen analysiert. Sprich, wir haben versucht, anhand unserer Mitochondrien gespeicherten Mutationen die Zukunft der menschlichen Evolution zu bestimmen. Da sie die Entwicklung von Eva bis zu unseren Müttern rückenlos abbilden, zeichnet sie eine exakte und universelle Karte unserer genetischen Vergangenheit. Das Interessante daran ist, dass sich ihre Probe mit dem einem unserer evolutionären Zukunftsmodelle deckt. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der unserer genetischen Entwicklung mindestens einen Schritt voraus ist. Ist Ihnen klar, was das allein für die Medizin bedeuten könnte? Sie halten einen lebenden, atmenden Nobelpreis in den Händen. Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob es sich um einen natürlichen Evolutionsspruch handelt oder ob der Fötus während der Schwangerschaft manipuliert wurde. Es steht jedoch eines fest, die Mutter dieser Person hatte keine derartigen Mutationen. Die Mitochondrien lügen nicht. Das haben wir auch schon gelesen. Da geht es um eine Person, die anscheinend im Fötus mehr oder weniger bearbeitet wurde. Also die Gendaten wurden bearbeitet. Muss man mal dazu vielleicht sagen, dass es sowas in der Art jetzt auch schon gibt, dass man, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, da gibt's irgendwelche Diagnostiken, auf jeden Fall, das habe ich mal in der Schule gehabt, deswegen weiß ich das. Und da kann man theoretisch auch über Kinder Sachen rausfinden, bevor sie geboren sind. Und sie so mehr oder weniger sagen, man kann halt also mehr oder weniger sagen, ob man das Kind haben will oder nicht. Ob es eine gute Sache ist, ist was anderes. Aber man könnte so eventuell schwerliegende Krankheiten und Behinderungen mehr oder weniger abhalten von der Welt. Aber das ist halt die Frage, ob bei Krankheiten, ja gut, wenn jemand mit einer schweren Krankheit geboren wird, ob dann sein Leben so geil ist, wenn er nur im Bett liegen muss, im Rollstuhl und kann halt nie richtig raus. Das ist halt die Frage, ob das wirklich gut ist, aber da ist natürlich auch die, bei Behinderungen ist halt die Sache, behinderten Menschen geht es ja gut. Also warum sollte man sie nicht lassen? Also nicht alle behinderte Menschen haben ein schönes Leben, aber es gibt viele, die können trotzdem ein schönes Leben haben. Aber die Folge geht schon etwas länger und in der nächsten Folge
gehen wir dann einfach mal mit den letzten drei E-Mails weiter. Und dann schauen wir mal, was danach kommt. Sind wir mal gespannt. Danke fürs Zuschauen.